Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben letztes Mal ein Thema gehabt, Körper und Geist. Und ich bin jetzt beim Geist noch hängen geblieben, weil ich gesehen habe, das ist so ein tolles und wichtiges Gebiet, um Gesundheit und Leistungsfähigkeit können, ins Leben installieren, dass ich jetzt in dem Film noch mehr über den Geist zeige, weil da gibt es ganz, ganz tolle Geschichten. Und zwar geht es eigentlich darum, auch können Selbstverantwortung übernehmen, weil die Selbstverantwortung ist der Weg zur Freiheit, Leistung und Gesundheit. Und Selbstverantwortung, wenn wir schauen, unser Ich-Bild an, dann haben wir unsere Herzenergie, daraus kommen unsere Gefühle. Und unsere Gefühle können wir eben lenken, dass es uns gut geht, damit wir auch glücklich sein können. Und ein Teil ist einfach leider wahrscheinlich bei jedem da. Und das ist eigentlich die Depression oder Erstarrung. Das bringt einfach unser Leben mit. Und da können wir dann auch schauen, wie können wir da am besten daraus wachsen. Jetzt, gerade mal ein bisschen spannend, was ist eigentlich der Geist? Und wie wird der erklärt? Das ist die innere und äußere Aufmerksamkeit. Danach eine Wahrnehmung, Gedächtnis, Logik, Schlussfolgerungen, Koordination, also das heißt auch Körperbewegung gehört dazu her, ganz klar. Bewusste und unbewusste Prozesse, das ist noch recht spannend, weil die unbewussten Prozesse, wie kann man die abholen uns selber? Und dann auch eine Selbststeurung und daraus auch die Prozesse der Selbststeurung. Jetzt, das Problem ist, wir kennen ja tausendlei Krankheiten und früher, auch schon im alten Ägypten, hat man Schriften gefunden, kennt man nur eine Krankheit. Weil man ist dort schon so weit gewesen, dass man Atomos, also das Atom, kennt hat und dann auch dort eine Störung. Und die Störung bezeichnen wir dann einfach als Chaos. Und darum müssen wir einfach schauen, wo in unserem Leben entsteht Chaos, respektive wo empfinden wir Chaos. Was Chaos heisst auch, ist eigentlich gegen die Homöostase. Wir haben das Bedürfnis, in einem ruhigen Level können zu leben und in einem ruhigen Level auch können zu sein. Und sobald wir Herausforderungen, weil ja das Leben die ganze Zeit im Fluss ist, Herausforderungen haben, die uns überfordern, das kann zum Beispiel sein, dass Heuschnupfen oder das kann natürlich auch ganz einfache Geschichten sein, wo dann nachher sieht, halt, das Immunsystem ist nicht stark genug, um dagegen eine Abwehr zu haben oder halt, dass man einen Schnupfen auflässt und so weiter. Und aus dem Chaos, also aus dieser Unruhe von dem, was ist, muss man schauen, wie kann man das Chaos wieder lösen, dass es wieder in einen guten Fluss kommt. Jetzt, Chaos entsteht recht früh und wir gehen einfach mal ganz an den Anfang von der Zellteilung, wo wir in der Gebärmutter noch gewesen sind. Chaos kann schon dort entstehen, dass die Frau mit ihrer Lebensorganisation ein Problem hat, wenn wir da als werdende Menschen auf Weg sind. Und was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, dass in dem Milieu, wo wir heranwachsen, eine Sache drin ist, also vielleicht eine Akzeptanz oder eben nicht Akzeptanz oder Überraschung oder Unzufriedenheit und so weiter. Das sind alles Gefühle, die da drin laufen, wo dann nachher einem nicht unbedingt willkommen, geliebt und geschützt, den kann weitertragen. Sondern die Frau muss vielleicht in ihrer Lebensorganisation für sich selber schauen, ist vielleicht unzufrieden in der Partnerschaft oder hätte die Schwangerschaft gar nicht wollen und so weiter. Und das sind natürlich alles Milieu, die dort drinnen ablaufen, die muss man anschauen, weil wenn da dann das Programm abläuft, ungeliebt, dann auch, wenn wir auf die Welt kommen, tun wir doch wirklich alles, damit wir auch geliebt werden. Und dann sind wir meistens im Aussen und können uns selber zu wenig wahrnehmen und zu wenig entwickeln und können uns dort auch zu stark engagieren.
Und das gibt dann auch ein Problem auch für unsere Gesundheit. Jetzt das ganz Spannende daran ist noch, wenn ihr, wer den Emoto vielleicht kennt, das ist der Wasserkristallmann, der auch sogar da mal in Escher gelebt hat, der hat herausgefunden, dass wenn wir zum Beispiel dankbar sind, dann entstehen solche Wasserkristalle. Und wenn wir, jetzt das ist nicht undankbar, sondern das ist einfach, wenn wir das Gefühl haben, ich bin ein Dummkopf, das wären dann solche Wasserkristalle. Und was bedeutet das eigentlich? Wenn wir nur schon durch die Gedanken oder durch die Emotionen könnt Wasser verändern, dann müssen wir uns einfach überlegen, wir bestehen selber aus 70-80% Wasser, je nachdem, wie viel Wasser das man einfach trinkt auch. Aber wir haben einen unheimlich großen Anteil an Wasser in uns, und sobald wir emotional auf einem guten, glücklichen und zufriedenen Weg sind, dann ist das innere Wasser entsprechend auch am Aufblühen. Hingegen sind wir in der Depression und Niedergeschlagenheit, dann haben wir dort drin ein Problem, weil zusätzlich ist dann noch eine diese Flüssigkeit, die ja alles organisiert in uns und auch aktiviert, diese Flüssigkeit hat dann noch ein Problem, weil die Wasserkristalle sind dann noch alle recht in einem tiefen Level. Also es geht mir auch darum, dass wir irgendeinen Weg finden, uns selber können in der Selbstverantwortlichkeit in sozusagen unserem Universum besser zu fühlen und etwas zu tun. Und dafür sage ich immer wieder, wir müssen ein bisschen verstehen, um was es könnte gehen. Stellen Sie sich vor, es gibt ja nur ein Universum und das ist Ihr Universum. Das heisst einfach, die Augen, die Ohren, die Gefühle, die Sie haben, das ist dann nachher Ihre Brille, wo Sie das Universum sehen, wo Sie alles sehen, was da abläuft. Und Ihre ganz klare Geschichte ist, Sie möchten sich stimmig fühlen. Und um stimmig zu fühlen, da haben wir zwei wichtige Sachen. Nämlich, wir müssen wissen, dass wir uns schützen können. Und dann können wir in einen Schutzmodus, das ist eine andere Art von Bewältigungsstrategie. Oder wir können sagen, oh, jetzt kann ich wachsen, ich kann in den Wachstumsmodus gehen. Die zwei Sachen, das ist das, was uns beschäftigt. Jetzt da bei der Stimmigkeit, wenn wir da unten unser Unterbewusstsein anschauen und da haben wir eine Zeitachse, wo da zum Beispiel eine Überforderung stattfindet, dann sind wir da in dieser Zeitachse mit der Überforderung, da haben wir natürlich einen Schutzmechanismus. Man kann natürlich auch sagen, das ist Traumatisierung. Und das Trauma, das wird dann nachher nicht das Trauma, sondern die Reaktion auf das Trauma ist ganz klar ein Schutzmechanismus. Und wenn es da drin heisst, ungenügend, dann versuchen wir, wenn wir draußen sind, wenn wir lebendig sind, versuchen wir überall genügend zu sein und wirklich alles zu erreichen oder zu bewerkstelligen, wo wir uns genügend fühlen können. Weil das, was da drinnen abläuft, wir haben 5% vom Bewusstsein, wo wir bewusst wahrnehmen und bewusst auch tun für uns, da das alles bewirkt in einer Brille. Das heisst, wir haben da bewusst unbewusste Gegenwartsbrille. Durch die Gegenwartsbrille tun wir uns da eine Wirklichkeit gestalten, nämlich alle Du's, also alle Menschen, die sie sehen oder auch wo sie mich sehen, tun sie gestalten, tun sie in irgendein Netzwerk einbinden und sagen, so ist der oder so empfinde ich der oder so etwas kann der bringen. Alle Projekte tun sie in ein Netzwerk einbinden und sagen, oh, das ist ein schwieriges, oder das ist ein Projekt, das läuft mir von der Hand. Und dann aber auch die Ich-Prozesse. Warum sind die Ich-Prozesse da? Weil wir ja einen grossen Anteil, also 95% Anteil Unbewusstes haben. Darum müssen wir auch schauen, wenn wir uns selber anschauen und selbstverantwortlich vorgehen, dann muss man ein bisschen merken, wie tick ich und wo müsste ich mich besser können abholen selber.
Und jetzt kommt etwas Spannendes von Bruce Lipton. Der hat festgestellt mit seinen Petrischalenversuchen, dass er hat Stammzellen genommen, also embryonale Zellen, wo er dann nachher in 3 Petrischalen durch hat. Und dort hat er verschiedene Milieus installiert. Und bei den genau gleichen Zellen sind beim einen Muskeln entstanden, beim anderen ist Fett entstanden und beim dritten sind Knochen entstanden. Was bedeutet jetzt das für uns? Das bedeutet eigentlich, dass wir, dadurch, dass wir ja plastische Menschen oder Körper haben, das heißt, wir können lebenslang dazulernen, müssen wir schauen, was für ein Milieu gestalten wir. Und was für ein Milieu wollen wir überhaupt, damit es uns gut geht. Wenn wir also uns Sorgen machen, dann ist das ein Milieu, wo dann nachher sehr stark einschränkt, wo nur im Kummer ist, wo dann nachher auch, wo wir ja gelernt haben, das auch wegen der Wasserkristalle, wo dann nachher nicht unbedingt die blühende Wasserkristalle produziert in uns drin, sondern das sind dann eher die uns abziehen. Also das Milieu für die Sorge, das müssen wir in den Griff kriegen, dass man dort drin sagt, was könnte daraus raus die Aktivität sein, was könnte ich machen, um aus der Sorge rauszuwachsen. Und eine ganz interessante Geschichte ist einfach mal die Dankbarkeit. Wofür können Sie, liebe Zuschauer und Zuschauer, dankbar sein, was in Ihrem Leben alles gut gelaufen ist, was nur schon heute alles schön ist, wo Sie können teilnehmen können, wo Sie können aufblühen können. Wo können Sie dort überall dankbar sein? Machen Sie doch die Übung. Vielleicht gerade jetzt oder dann auch, was sehr vorteilhaft ist, vor allem ins Bett gehen, dass man einfach so 5 Dinge nimmt, wo man sagt, hey, das ist jetzt heute der Tag cool gelaufen, da bin ich wirklich dankbar dafür. Und wenn das von ganzem Herzen kommt, dann gibt es eine Resonanz, eine Schwingung, wo es dann auch noch mehr von dem anziehen kann. Darum eben, wir können unser eigenes Milieu gestalten, wenn wir dafür ein Bewusstsein entwickeln. Wir können das ganz klar schauen, was für ein mentales Milieu will ich mir gestalten, wohin soll der Weg gehen. Und dann beim körperlichen Milieu kann man natürlich auch sagen, okay, ich muss etwas tun. Und da ist noch eine interessante Geschichte kurz im Hintergrund. Ich habe mit einem 82-Jährigen geredet, der sagt, ich will mich einfach fit und gesund halten und das tut mir gut. Er macht immer wieder Wanderungen, ist viel im Laufen. Und dann sagt er zu mir, Thomas, weißt du, ich habe gerade gelesen, ein 98-Jähriger hat wieder mal einen 3000er bestiegen. Und ich sagte, wow, das ist eine Geschichte. Und was ist dort denen körperlich wichtig? Was sagt er aus, wenn man ihn googelt? Der Name ist mir leider entfallen. Dann sieht man, er sagt, man muss ab und zu auch hart sein zu sich selber und auch ein bisschen Schmerzen aushalten. Und das ist natürlich das Milieu, das er erzeugt hat. Er war ein Bergsteiger, ein Bergführer auch. Und tut jetzt einfach weiterhin sein Hobby pflegen. Und das sind natürlich Milieus, die dann auch einem auch weiterbringen, körperlich und auch viel erleben lassen. Niemand weiß auf uns, wie alt wir werden, aber wir sollten aktiv und lebendig alt werden. Das wäre meine Geschichte. Also darum eben schauen von den Milieus her, in was für eine Resonanz und in welchen Kontext will ich das stellen. Und die ganze Unternehmung, dass die auch den Spass macht. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass man Freude daran hat, in dem, was man tut und gestaltet. Jetzt die 5 Intelligenzen, mit denen wir eben unterwegs sind, würde ich ganz kurz tragen, weil das ist das unsere innere Navigation erzeugte Resonanz. Und da drin ist für mich ganz interessant, wahrzunehmen, die Absicht. Da bin ich jetzt erst letztens drauf gekommen. Mit der Absicht, die Sie haben, tun Sie da drin ins sozusagen Quantenfeld einsteigen. Und ganz kurz zum Quantenfeld. Das Quantenfeld ist ein Feld, das darauf reagiert, wenn man es beobachtet. Wenn man es nicht beobachtet, ist das einfach da. Aber sobald eine Beobachtung dort drin stattfindet oder auch eine Intention dort drin hat, dass man sagt, okay, ich hätte gern
bessere Gesundheit oder ich wäre gern lebendiger oder ich wäre gern wieder gesund und so weiter. Danach erzeugen sie mit dieser Absicht schon in ihrem Körper über das Bedürfnis her ein Feld, das dann nachher auf ein gesundheitsförderliches Feld eingreift und sagt, was könnte mir gut tun, dass es mir dort besser geht. Und da gibt es natürlich sehr viele ganz tolle Erfahrungen auch, wo man dann Sachen anzieht und wenn man das mit ganzem Herzen, das kann natürlich vom Herz auskommen, aber auch von der Intuition oder Magenenergie. Und damit kann man etwas ins Leben rufen, wo dann auch eine Gesundheit bedeutet, wo wieder eine Lebendigkeit bedeutet. Und da ist auch noch zu erwähnen, bei der ganzen Herzenergie, dass man dort auch von Herzmauern redet. Das heisst auch, dass wenn wir uns beobachten, wo hat man verloren, sich etwas zu Herz zu nehmen, oder aber auch, wenn man das Herz anschaut oder übersetzt, dann heisst es auch Mut haben. Sich den Mut geben und sagen, so, und jetzt tue ich etwas. Jetzt gehe ich wirklich rein und ich mache das beherzt sozusagen. Dann läuft es wieder. Und da müssen wir einfach schauen, wo kann man für sich selber die Mauern abbauen, wo kann man sie entdecken. Und da kann ich euch natürlich helfen, das ist auch mein Gebiet in der Kinesiologie oder Hypnotherapie. Und dann auch die Herzenergie für andere Menschen oder Projekte, wo könnte man sich daran herantrauen, wo könnte man das einem, wenn man das tut, eine Erfüllung bringen, dass man erfüllt und glücklich ist mit dem, was man macht. Das möchte ich nur ganz kurz streifen. Da geht es mir hauptsächlich um den Beobachter. Tun Sie sich beobachten in dem, was Sie tun oder wo Sie gerade unterwegs sind. Und wenn Sie mit dem zufrieden sind, ist ganz klar, dann gehen Sie weiter den Weg. Hingegen, wenn Sie das Gefühl haben, da könnte ich Verbesserungen haben, dann wäre es sinnhaft, dort sich zu verbessern. Ich entdecke mir ab und zu, dass ich denke, ich könnte früher aufhören essen. Und dann denke ich, was müsste ich da für Energien aktivieren, dass ich es dann auch durchführe. Und das sind so Sachen, wo man ganz bewusst daran arbeiten kann. Und was kann ich da dafür installieren? Also für mich ist es natürlich auch beim Fettabbau klar, okay, Training ist eine ganz coole Geschichte. Das gibt einem wenigstens ein gutes Gewissen. Und das andere ist natürlich auch die ganze Verdauung. Wenn jetzt viel Süßes ist, muss ich auf den Zucker achten. Oder das sollte nicht übertrieben werden. Also muss ich schauen, woher könnte ich das kommen und mit welchem Element könnte ich das wieder in den Griff kriegen. Über Opfer-Täter-Geschichte, da haben wir schon ganz kurz geredet drüber. Ich will einfach sagen, da drin ist ein wichtiger Anteil, dass wir wissen, dass wir sehr stark mit dem Traumaschutz, mit dem Traumaschutz unterwegs sind und schauen, wie wir uns positionieren. Sind wir einfach immer wieder für die anderen da, dass wir dort eine übertriebene soziale Komponente drin haben, wo wir dann nachher selber aber zu kurz kommen. Und dann ist das einfach ein Traumaschutz in dem Sinn, dass jetzt kriege ich endlich die Liebe, die man mir versagt hat, möglicherweise eben im Mutterbuch, vielleicht ein ungewolltes Kind war. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch zu schauen, mit was bin ich da auf Weg und was täte mir gut, wir haben nämlich den gesunden Anteil auch da, was täte mir gut, wo müssen Sie sich positionieren, damit Sie einfach in Wachstum kommen. Es ist ganz interessant, wenn Sie mal in dieser Schleife drin sind, dass Sie sich Sorgen machen, dass Sie sich in Not fühlen und so weiter, oder Gespräche nicht sauber gelaufen sind, so wie Sie wollten, dann nachher der Wachstum, da ist immer Gegenwart gefragt. Sagen Sie, was ist denn jetzt gerade?
merke meinen Atem oder merke, dass ich jetzt gerade am Autofahren bin, bin ich ganz da. Wenn Sie dort in die Gegenwart einrutschen, dann wissen Sie, das Leben ist im Fluss, geht weiter, was war, das kann man dort stohlen, wo es war. Und die Gegenwart läuft weiter und in der Gegenwart ist immer wieder eine neue Möglichkeit da, was man kann machen, was kann man im eigenen Leben besser machen, damit man glücklicher und zufriedener ist mit sich selber. Darum, da ist ganz klar, dass man auch kann unterscheiden, bin ich jetzt da mit meinem Mr. Traumaschutz unterwegs oder bin ich jetzt wieder im Wachstumsbereich, wo ich sage, hey, cool, das Leben geht weiter, da hat es viele Optionen, welche ich ergreife, um vorwärts zu kommen. Ganz kurz auf die Geschichte, die ich letztes Mal auch eingegangen bin. Wir haben drei Bereiche, wo wir aktiv sein können, respektive ein Bereich, wo wir wirklich aktiv sein sollten, und das heisst dort, ich kann direkt beeinflussen. Dass wir uns nicht mit Sachen beschäftigt, die man eben nicht beeinflussen kann. Und das wäre der zweite Bereich da. Ich kann nur teilweise beeinflussen. Und da haben wir, also mir ist auf jeden Fall so gegangen, von den Eltern ein bisschen ein falsches Bild gekriegt, oder? Sei lieb, tu das, sei lieb, tu etwas anderes. Und dann hat man das Gefühl, wenn man denen folgt oder dort, dann kann man etwas kriegen, wo man dann nachher könnte beeinflussen. Ja? Aber das ist dann nachher eine Abhängigkeit und dann ist man zu einem Objekt geworden, wo nicht gut ist. Darum immer schauen, wo ich mich damit beschäftige. Und was ich auch noch teilweise kann beeinflussen kann, ist ganz klar mein Unterbewusstsein. Weil vom Kopf her sagen Sie vielleicht auch, aha, Fitnesstraining tut man gut, anders essen tut man gut, mehr in der frischen Luft sein tut man gut, vielleicht tolle Literatur lesen, die aufbauend ist, tut man gut, Katastrophenmeldungen möglichst ausblenden, weil ich kann ja eh nichts machen gegen das, was schon passiert ist, und so weiter. Wenn man dann dort ist, dann kann man doch da etwas tun, dass es einem positiv würde beeinflussen. Und dann gibt es den dritten Bereich, wo es dann auch darum geht, da kann ich nichts tun. Das ist das Wetter und die Politik und eben halt Katastrophen etc., die gelaufen sind. Was man da kann machen, ist in der Eins aufrutschen. Nämlich, wenn es draus kommt, heute schneit es draus und es ist kalt, dann kann ich da im Eins Folgendes machen, ich kann mich warm anlegen oder ich bleibe daheim hinter dem Ofen. Gut, jetzt habe ich Ihnen hoffentlich ein paar Sachen können zeigen, mitgeben, wo Sie können Ihren Geist führen, hinführen und wo Sie sich auch können neu positionieren. Und wenn wir das Ganze noch einmal da hinten anschauen, dann haben wir ja da unser Bewusstsein. Und da hätten wir jetzt Leid vermeiden, Freude, Erlebnis gestalten. Um das geht es hauptsächlich. Denken Sie einfach daran und das jetzt gerade vor allem auch in der Weihnachtszeit wünsche ich, dass jeder auch in einer Geruhsamkeit sich selber wahrnimmt und selber so führen kann, dass er vor allem mit Freude, Erlebnis gestalten unterwegs ist. Und denk selber daran, was man könnte machen, wir suchen stets Verbundenheit, aber auch Selbstentwicklung. Und dort drinnen, wenn das mit sehr viel Liebe geht, dann wird es auch eine glückliche Geschichte daraus sein. So, ich danke ganz herzlich fürs Zuschauen. Schauen in Ihrer Selbstverantwortung und Selbstführung, dass ihr eine glückliche Zeit gestaltet. Und wenn es eben mal ein bisschen daneben geht, gehen Sie wieder in Wachstumsgeschichte und sagen, was ist denn im Hier und Jetzt überhaupt? Geht mir das etwas an? Und denken Sie daran, wenn Menschen mit mir ein Problem haben, dann haben Menschen mit mir ein Problem. Dann haben aber nicht ich das Problem, sondern eben die das Problem. Also lassen Sie bitte die negative Energie dort, wo sie ist. Und Sie selber, dass Sie sich wissen, aha, ich bin lebenswert, ich bin großartig. Machen Sie weiter so. Danke fürs Zuschauen. Bleiben Sie fit und gesund. Und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals.